Ja, Franco Foda hat ein mündliches Angebot vom Sturmpräsidenten. Soweit sollte mehr oder weniger alles klar sein bis 2014. Endgültig ist es noch nicht, aber in den nächsten Tagen wird es bekannt gegeben. Ja, neben Salzburg ist Sturm Graz die einzige Mannschaft, die noch keine Heimniederlage kassiert hat. Sturm gab bisher nur gegen Innsbruck und Mattersburg Punkte ab. Er zieht aber in jedem Heimspiel zumindest ein Tor. Die Austria hat in den letzten 7 Meisterschaftsspielen ja nur einen einzigen Sieg gegen Admira eingefahren, aber gleich 5-mal unentschieden gespielt, also für die Austria 6 Spiele ohne Niederlage, aber nur ein Sieg. Aber die Statistik hier in Graz, die ist ja glänzend, wie gesagt, also von dieser Bilanz her hat die Austria klare Vorteile. Kinast. Guter Schuss von Kinast und gute Abwehr von Lindner im Tor der Austria. Hier noch einmal Kinast. Die Austria bekommt im Verlauf der ersten Hälfte das Spielgeschehen immer besser unter Kontrolle, erarbeitet sich im Mittelfeld ein Übergewicht. Allerdings ohne so wirklich torgefährlich zu werden. Die Grazer lassen sich da immer mehr und mehr in die eigene Hälfte hineindrängen. Dann die erste gute Chance, Parasit für Jun. Hier Parasit, der Pass, und Jun wollte da versuchen, mit der Ferse an den Ball zu kommen, aber das ist ihm nicht geglückt. Wie gesagt, die Austria spielt bestimmend, die Grazer warten ab. Und immer wenn die Austria solche Fehler in der Vorwärtsbewegung macht, kommt Sturm Graz zu Möglichkeiten, hier durch diesen Schuss, durch diesen Weitschuss von Koch. Ja, Karl Daxbacher hat sich entschlossen, Roland Linz wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen zu lassen. Die Grazer rücken etwas mehr auf in dieser Phase des Spiels. Linker, schwerer Fehler von Linker. Und der Schuss von Florian Kainz, misslungen, der reißt ihn ab. Also Glück für die Austria in dieser Phase, bei dieser Aktion. Dann wieder Parasit, scharfe Hereingabe, und Jung kommt da um den Hauch eines Augenblicks zu kurz. Guter Pass auf Parasit, der macht das geschickt, schaut, sieht Jung hineinsprinten und ganz knapp verfehlt er den Ball, das scharfe Zuspiel von Parasit. Und dann einer der Konter der Austria, Schuss von Koch, Bodul. Noch immer Bodul, guter Haken, und das ist die Führung. 1:0 für Sturm Graz, und das in der Drangperiode der Austria. Die 30. Minute, und Bodul ist erfolgreich. Hat das geschickt gemacht dank seiner Technik. Mit Übersicht zuerst der Schuss von Koch, die Abwehr von Lindner, und da scheint er schon die Chance zu verstolpern, aber er macht noch einmal den Haken nach, lässt sich Zeit, behält die Nerven in dieser Situation und bringt Sturm Graz mit 1:0 in Führung. Dann werden die Grazer natürlich selbstsicherer, riskieren mehr, das Spiel dreht sich, eigentlich sind die Grazer dann spielbestimmend, und in dieser Phase Parasit, technisch sehr stark, behält er gegen 2 Graz-Spieler den Ball, Suttner, gute Flanke, und Junosovic. Also viele Kopftore hat er wohl in seiner Karriere noch nicht erzielt, aber jetzt das wichtige Tor zum Ausgleich, zum 1:1 hier erzielt. Hier noch einmal Parasit, schön gemacht, die gute Flanke von Suttner, und Junosovic kann eigentlich im Zurücklaufen den Ball noch kontrolliert im Tor der Grazer unterbringen. Also 1:1, das 6. Tor von Junosevic in dieser Saison. Dann noch einmal die Grazer kurz vor der Pause, und Kinast, und gerade noch mit den Fingerspitzen kann Lindner den Ball über die Latte drehen. Gut mitgenommen von Kinast, mit Gefühl, aber ebenso toll abgewehrt. Lindner, also Pausenstand 1:1. Und eigentlich ein gerechtes Resultat. Die Austria 20 Minuten
die bessere Mannschaft, dann die Grazer, also unterm Strich ausgeglichen, aber nicht ausgeglichen, dann kurz nach Wiederbeginn in der 47. Minute. Chinas hebt die Hände und der Schiedsrichterassistent deutet Tor. 2:1 für die Grazer und hier die Vorgeschichte, der Pass auf Standfest, Haken nach innen, super Flanke, Kinnerst löst sich und bringt den Ball, Lindner ist da um den Hauch zu spät, kommt dann nicht mehr zum Ball, holt den Ball hinter der Linie hervor und Sturm Graz führt mit 2:1. Damit wieder Vorteil also für die Grazer. Die Spielanlage der Austria ändert sich natürlich, es wird mehr Risiko genommen und damit haben die Grazer im Konter mehr Raum. Koch, sieht in der Mitte, Kinast, ungedeckt und das ist das 3:1. 58. Minute, die Vorentscheidung. Die Zuordnung in der Austria-Verteidigung, die passt da überhaupt nicht mehr. Natürlich die Austria-Verteidigung von Karl Daxbacher neu formiert, aber darin nur die Schuld zu suchen, wäre wohl zu einfach. Ja, und das Spielgeschehen, das ändert sich vom Charakter her überhaupt nicht. Nächste Chance, Kinast! Und die Latte rettet die Austria vor einem weiteren Kinast-Tor. Da schön heruntergenommen und Lindner hätte da wohl keine Chance mehr gehabt. Aber es bleibt vorerst beim 3:1. Dann wieder Kinast. Kinast sieht Bodul. Bodul Haken. Und das war wohl zu durchsichtig. Mit diesem Haken beraubt er sich wohl selbst der Torchance. Bringt den Ball nicht wirklich unter Kontrolle und Linker kann da die Situation bereinigen. Aber die nächste Möglichkeit. Wieder Unsicherheit in der Abwehr der Austria. Und ein zu rüdes Attackieren von Manuel Wallner. Zuvor die Unsicherheit, dann die Attacke, das Foul und Schiedsrichter Robert Schorgenhofer entscheidet auf Elfmeter in der 71. Minute. Ja, damit wird es wohl ein bitterer Abend für die Wiener Austria hier in Graz. Kinast und Tor. Sein drittes Tor, ein Hattrick, 4:1. Und da kann die Austria wohl nur mehr versuchen, Schadensbegrenzung irgendwie zu erreichen. Umdrehen kann man die Partie nicht mehr. 71. Minute, Sturm führt mit 4:1. Dann ist der Linz ins Spiel genommen worden, in der 55. Minute statt Gorgon. Und da hat Linz die Chance zum zweiten Tor der Austria, allerdings erscheitert, hat Pech mit seinem Schuss, trifft nur die Stange. Ja, nur noch wenige Augenblicke zu spielen. 88. Minute und da geht Bodol noch einmal auf und davon und beendet den grausamen Fußballabend aus Sicht der Wiener Austria. Seit 5 Jahren hat die Austria hier in Graz nicht verloren. Diese Serie ist heute zu Ende gegangen und zwar ganz deftig mit 5:1. Im Großen und Ganzen, die Mannschaft war heute hervorragend. Wir haben Austria wirklich sehr wenig Chancen zulassen. Also ich sage Hut ab, es war heute ein sehr, sehr gutes Spiel von uns und wir wissen ja, daheim sind wir sehr stark. Jetzt brauchen wir es nur mehr Aussatz über die Bühne bringen. Franco, hat sich die Mannschaft das als Geschenk für den 100. Sieg für Sie ausgedacht oder was war da heute los? Nein, die Mannschaft hat sich selbst beschenkt. Sie hat heute ein tolles Spiel abgeliefert. Bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Hat heute tollen Charakter bewiesen und Gott sei Dank endlich die Negativserie hier zu Hause gegen die Austria Wien beendet. Wir bringen keine konstante Leistung. Es war trotzdem so, dass wir erste Halbzeit immer schlecht gespielt haben, immer in Rückstand waren. Und zweite Halbzeit dann eigentlich immer noch ins Unentschieden ausgeholt haben. Und, aber dass wir mal eine konstante Leistung über 90 Minuten bringen, haben wir eigentlich nur gegen Mira gemacht. Und das sollte uns öfters gelingen. Grundsätzlich war die Leistung jetzt nicht in der Form so schlecht, wie das Resultat natürlich ausgegangen ist. Aber letztendlich steht das Resultat und wir können uns von der ersten Halbzeit, von dem guten Spiel nichts kaufen. Herr Sturm Graz jubelt zu Recht.
Eine starke Leistung der Mannschaft und die Wiener Austria, die hat zuletzt 2008 gegen Salzburg so hoch verloren.